Moin, ihr Füchse da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zum Euro Truck Simulator 2. Wir sind momentan in Großbritannien unterwegs und bringen ein paar, was haben wir hier? Leere Paletten nach Manchester. Dafür kriegen wir immerhin 5084 und ist nicht weit weg. Insofern legen wir damit erstmal los. Wir machen noch so ein, zwei Aufträge und dann gucken wir mal, wie es aussieht, ob wir uns nicht noch einen zweiten Truck irgendwie gönnen und einen Typen anstellen, weil ich glaube, das wird für einfach das Vermögen her, die Vermögensbildung, wird das uns einen ordentlichen Schub geben. Müssen nur wahrscheinlich unsere Firma erstmal aufbauen, weil wir da, glaube ich, gar nicht genug Platz für zwei LKWs haben. Deswegen mal gucken. Dazu müssen wir vermutlich auch wieder einen neuen Kredit aufnehmen. Aber erstmal schauen. Wir fangen ja mal klein und langsam an. Ne? Wir wollen ja es nicht übertreiben. Erstmal ein bisschen Geld verdienen. Wir kriegen nämlich ja inzwischen eigentlich auch schon ganz gute Aufträge ran. Wenn man da nicht so viel Kacke baut, kommt da eigentlich ganz gut was bei rum. Also sich mal eben jetzt so ein Auto auch selbst zu erspielen, ist jetzt nicht mehr so schwierig. Ne? Kriegt man schon hin. Ach guck, wir dürfen hier echt 97 fahren mit dem LKW. Das ist beeindruckend. Machen wir mal Licht an. Ja, und dann fahren wir die 3 Stunden mal noch nach Manchester. Wollte ich eh schon immer mal hin. Ne? Wer sich wundert, dass wir hier so linksmäßig fahren, wir sind in Großbritannien, das macht man hier so, macht mich auch hier gerade die ganze Zeit schon fertig, aber kriegen wir hin. Also ich weiß auf jeden Fall jetzt schon, ich sollte da keinen Urlaub mit dem Auto machen, das ist, wird nicht so gut. Ne? Ich verstehe die Kreisverkehre bei denen nicht. Was natürlich ein Problem darstellt, wenn man die nicht versteht. So, aber schön ist es hier, ne? Grün, ein paar Ziegen fehlen jetzt eigentlich noch, ne? Aber von der Lichtstimmung sieht das schon sehr nach Großbritannien aus, ne? Was haben wir hier stehen? Speed Cameras. Okay, ich darf wie schnell fahren? 97. 80. Zu schnell. Da sind sie auch, die Speed Cameras. Alles gut, ich halte mich brav an die Geschwindigkeitsbegrenzung. Alles in Ordnung. So, okay. Bisschen drüber ist okay, ne? Aber nicht zu viel, nicht zu viel. Jetzt geben wir doch Gas, ne? Speed Cameras, Schild ist weg, wird schon passen. 10 drüber. Wobei hier steht 60, ne? Und mein Navi sagt 97. Ich glaube, das Spiel ist irgendwie kaputt. Das kann doch nicht normal sein. Wobei die anderen fahren auch so schnell, insofern. Kann mir das irgendwann erklären, was es zu bedeuten hat, warum da 60 steht und mein Navi dann 97 anzeigt und alle Autos auch entsprechend so schnell fahren? Auch die LKWs. Soll das so sein? Ist das ein Bug? Keine Ahnung. Ist merkwürdig. Könnte verbuggt sein. Weil wenn da 60 steht, kann ich doch hier nicht mit 97 langheizen. Und der Rest macht das aber auch. Also wenn halt nur meine Anzeige kaputt wäre, würden die anderen Verkehrsteilnehmer ja nicht so schnell fahren. Aber wie ihr seht, die fahren alle 97. Also das sogar die LKWs pesen da vorne los, wie sie bekloppten. Also, ich weiß das nicht. Sollen wir mal wieder ein bisschen Außenansicht. Oh, das ist falsch. 2 bitte. Da könnt ihr mal ein bisschen unseren Truck wieder sehen und ein bisschen die Gegend. Muss auch mal wieder sein. Schallschutzwände hier. Sehr hübsch, sehr hübsch. Muss mal ein bisschen in meiner Spur bleiben. Das ist bei der Außenansicht, fällt mir das immer ein bisschen schwer. Harte Sache, die überholen dann auch auf der rechten Seite. Ja, sehr strange. Dann bleiben wir erstmal hier. Ah, dann wieder ein paar Sonnenblumen. Dicke Brücke da oben. Das ist schon hübsch gemacht. Ah, hier sind die Schilder beleuchtet. Da sind so Lampen dran. Okay. Oh. Services. Da ist gleich eine Reparaturwerkstatt oder sowas. Oh. Jetzt wird es aber langsam komisch. Manchester. Wir sind auf dem richtigen Weg. Es geht weiter geradeaus. Das schaffen wir ja wohl. Hier nochmal wieder ein Lob an die Qualität der anderen Autos. Sie sind kein Need for Speed oder sowas, aber wenn ihr an andere Simulationsspiele denkt, wie da die anderen Autos aussehen, ne? Sieht schon wirklich hübsch aus. Natürlich am meisten Mühe haben sie sich mit den Trucks gegeben, weil darum geht es ja hier. Und ihr seht auch, die anderen Trucks sehen auch verdammt gut aus, ne? Auch die Ladung und so weiter sieht hübsch aus. Oh, da sind wir ein bisschen auf dem Grünstreifen unterwegs. Was sagt eigentlich unser Sprit? Unser Tank ist noch voll. Ja, es läuft. Ich bin mal gespannt, was das erste Mal tanken kostet.
Ne? Wenn wir das erstmal tanken gehen, das wird lustig. Da können wir uns schon auf ordentlich was einstellen. Ich weiß nicht, wie viel der frisst. Aber wenn ich überlege, wie viel wir schon rumgefahren sind und wie wenig wir erst verbraucht haben, geht da bestimmt gut was rein. Oh, siehst du mal hier schön die Baumstämme. Ja, oh, das ist schon schön, ist das. Ne? Das ist schon schön. Dann ist ein Elektrizitätsumspannwerk. Man sieht halt auch ein bisschen was. Ne? Es ist nicht super langweilig, sondern es läuft. Eigentlich ganz gut. Oh, hier Baum auf der Straße. Verdammt. So, ich wechsle mal wieder in die Innenansicht. Uppala. So, die Platte ist nämlich langsam voll. Und Außenansicht kostet natürlich mehr Speicherplatz als Innenansicht, weil da viel mehr passiert als innen drin. Ne? Wir müssen ein bisschen sparsam sein. Heute habe ich es echt ein bisschen übertrieben mit der Folge. Aber ich hatte so Lust. Macht gerade echt Laune irgendwie. Jetzt, wo man seinen eigenen Truck hat und Geld für sich selbst verdient, motiviert das halt noch eine ganze Ecke mehr. Und irgendwie macht das schon wirklich Spaß. Obwohl man hier nur mit dem Auto-Tracker über die Autobahn heizt. Das kann man eigentlich auch in echt haben, aber da ist das teurer, ne? Muss man dann zugeben. So, wo man los, du? Wo man los? Da sehen wir unten auch unseren Kilometerstand von dem Truck, wie viel wir mit dem schon gefahren sind. Ich bin mal gespannt, ob die irgendwann auch auf sind, ne? Dass man sagt, oh, ach, Kacke! Habe ich einmal wieder auf mein Navi geguckt und nicht aufgepasst und schön wieder 500 Euro Geschwindigkeitsgedönse verloren. Also ich kann jetzt langsam verstehen, warum mein einer Kollege sich das weggemodelt hat, die Polizeisachen. Aber na, wir simulieren hier, wer Scheiße baut, muss auch dafür gerade stehen und das ist halt so, ne? Ist nun so, dabei, wenn da unten steht 97, ich fahre 90, was ist passiert? Also irgendwie habe ich doch das Gefühl, dass das hier irgendwie nicht so ganz stimmt mit meiner Geschwindigkeitsanzeige. Also, ja, weiß ich auch noch nicht. Wir fahren einfach mal weiter. Und wenn Radarkontrolle kommt, dann bremse ich immer ab und fahre einfach etwas langsamer. Man muss halt nur aufpassen, dass man das dann sieht. So, wo war mein Fernlicht? Nein, da war es nicht. Da war es. Erstmal schön Fernlicht anmachen, alle blenden. Ist nicht verkehrt. Und wir nähern uns langsam dem Ziel. Aber man braucht hier eigentlich kein Fernlicht, weil hier ist alles beleuchtet. Also die Schilder sind alle beleuchtet. Das machen die bei uns nicht. Bei uns ist nichts beleuchtet. Man muss so selber leuchten, ne? So, wir müssen gleich runter. Oh. Du, ich muss rüber. Manchester, da müssen wir runter. Oh, du auch. Offensichtlich. Naja, ich fahr mal ganz in. Das passt schon. So. Unten geht es dann wieder geradeaus weiter. Und weiter geht's. Jetzt machen wir doch mal Fernlicht an und blenden die Leute ein bisschen. Ist halt witzig, ne? So, wie lange noch? Eine Stunde noch. Das, ich weiß gar nicht, wie man das in Minuten so ausdrücken kann. Aber nicht mehr allzu lange. Schaffen wir auf jeden Fall noch den Part. Ist ja gut, Leute. Ich mach Fernlicht wieder aus. Und wir gehen wieder auf die langsame Spur. Wollen ja den Verkehr hier nicht aufhalten, ne? Den fließenden Verkehr wollen wir ja unterstützen. Ist ja alles in Ordnung. So, hier so ein bisschen Wasser hier. Da ist sogar irgendwas drauf am Schwimmen. Ja, ne? So fährt man hier so seine Wege. Viel gibt's jetzt eigentlich auch nicht mehr zu sagen, ne? Kaffee ist immer dabei. Wäre cool, wenn man die Tasse noch mit einem eigenen Motiv versehen könnte. Ich bin mir jetzt auch nicht sicher, man kann auf jeden Fall irgendwie Truck-Modelle auch sich selber anpainten. Ich weiß jetzt nur nicht, ob das im Spiel geht, ob man da irgendwie in die Werkstatt gehen kann und dann kann man selber seinen Truck designen, weil es gibt halt Paintings dafür. Die kann man als DLC kaufen. Das sind die Entwickler schon fertig gemacht haben. Die, muss man auch sagen, sehen teilweise richtig schick aus. Und ich sehe halt auch ganz viele Leute, die sich die Dinger selber machen. Und jetzt weiß ich nicht, ob man das einfach im Spiel original kann oder ob man das modden muss. Das gilt es auch noch herauszufinden. Wenn das einer weiß, könnt ihr natürlich auch gerne darunter kommentieren und mir das erzählen. Dann weiß ich das auch, ne? So, ja, dann fahren wir weiter und fahren. Wie lange noch? Noch 28 Minuten. Das heißt, wir sind dann gleich in Manchester und dann müssen wir dann nur noch wieder einfach rückwärts das Ding abgeben. Das kriegen wir aber hin. Da bin ich ganz zuversichtlich, dass wir das schaffen.
Du 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 du. So, ne? Da geht's gleich ab nach Manchester. Da geht's aber noch zum Services. Aber zum Service wollen wir nicht. Das lassen wir bleiben. Na komm, fahr. Das nehmen wir gerade einer. Naja. Den überholen wir jetzt noch, bevor es nach Manchester geht. Komm, den schaffen wir noch, den schaffen wir noch. Siste. Und dann geht's hier gleich ab nach Manchester. Und schon direkt so einen dicken Schleicher vor uns. Perfekt. So, man los so. Oh, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Ganz ruhig. So, und weiter geht's. Wir sind runter von der Autobahn. Hier gilt jetzt 80, obwohl da 60 steht. Finde ich Knorke, ne? Legen wir los. Und schön Fernlicht anmachen, ne? Ein bisschen die Leute blenden. Schadet nicht. So, rum hier. Dann geht's gleich nach Manchester. Kriegen wir wieder erster Besuch in Manchester. Hier steht jetzt 30, aber hier, ne, hier fährt doch keiner 30. Die fahren doch erster Aufenthalt in Manchester. Hier steht 48. Also ich glaube, da wird irgendwas falsch ausgerechnet. Da macht das Spiel scheiße. Bin ich mir ziemlich sicher, dass das so nicht sein soll. Bitte einmal die Experten, die das hier schon länger spielen, kommentieren. Ist das ein Bug oder raffe ich irgendwas nur nicht? Ihr könnt mich auch gerne über die Verkehrsregeln in Großbritannien aufklären. Aber wenn da 30 steht und bei mir unten im Navi steht 48, dann habe ich irgendwie das Gefühl, dass irgendwas nicht richtig läuft. Und 48 ist auch so eine komische Zahl, deswegen sieht das so aus, als würde irgendein Teiler oder sonst irgendwie irgendwas scheiße bauen. So, wir müssen einfach erstmal nur weiter geradeaus. Achtung, Ampel! Okay, und ja, geradeaus und dann irgendwann rechts. Und da vorne ist noch ein Fragezeichen, sogar zwei Fragezeichen. Wir sollten, wenn man in Manchester ist, sollte man vielleicht auch die Fragezeichen alle mal abklappern. Einfach nur, um zu gucken, was das ist, ne? Wenn man sowieso schon vor Ort ist. Weil da gibt es auf jeden Fall Händler und sowas. Die sollte man schon entdecken. So, und dann jetzt gleich auch noch ein bisschen weiter geradeaus. Ah je. Kreisverkehr gerade durch. Schön in deiner Spur bleiben, ne? So, und dann müssen wir da vorne rüber. So, da sind wir auch schon. Ziel erreicht. Ach, guck mal, man kann sogar so aus dem Fenster gucken, um jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt wirklich einparken wollen würde, ne? Aber warte, so. Dann erstmal nochmal nach vorne. Dann könnte man das auch so ganz Trucker-mäßig wirklich original so machen, ne? Aber das mache ich nicht. Ich krieg's ja noch nicht mal so hin. Oh, zu dolle. Was mache ich denn hier? Oh Gott, nein. Einmal wieder ein bisschen nach vorne. Ja, war kacke, ne? Gebe ich zu. Das läuft doch an sich ganz gut hier. So weit, so super gut. Ach nein. Also eigentlich habe ich das schon drauf, ich krieg's noch nicht mit dem Zielen hin. Ne? Das passt irgendwie nicht. Wenn ich ordentlich noch ziehen würde, dann würde das eigentlich ganz gut klappen. Aber so mit dem Zielen habe ich es irgendwie nicht. Oh nein, falsche Richtung. Ich fahre noch ein bisschen. Muss mal wieder so rückwärts normal einparken, Dönse. Das kriege ich nämlich hin.
So läuft das doch, so läuft das doch. Oh nein, 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 jetzt noch den hier. Ah, oh, kacke, zu spät. Egal, wir fahren erstmal noch weiter rückwärts, so. Nicht die Ware beschädigen. Und jetzt noch ein bisschen nach vorne. Jo, siehst du, dann zählt das für die. Das ist ausreichend, ne? Oh, ausgezeichnet. Kommt jetzt die Kohle rüber, du. 5000, naja. Hm. Naja, ne? Ist ja erstmal was. Ich fahre jetzt erstmal los. Wir erforschen jetzt erstmal, was es hier zu erforschen gibt. Und gucken dann, was die für Aufträge hier haben. Das machen wir dann, wenn es soweit ist. Jetzt will ich erstmal erforschen. So, Moment, wir müssen darüber. Oh, Jemini. So. Was haben wir denn hier? Das ist das nicht. Das muss irgendwo weiter vorne sein hier. Irgendwo da gibt es was zu erforschen. Das machen wir jetzt immer so, ne? Wenn wir in so einer neuen Stadt sind, erstmal gucken, was es gibt. Zu erforschen, weil da sind Händler dabei und Arbeitsgedönses. Das lohnt sich, das schon mitzunehmen. Sie haben eine Arbeitsagentur entdeckt. Na, siehst du. Dann lass mich mal gerade nochmal auf die Karte gucken. Weltkarte. Zoom, zoom, zoom. Zoom, 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 zoom. Da ist nämlich noch was. Da wollen wir jetzt hin. Und weiterfahren. Das suchen wir uns auch noch. Müssen einmal wenden. Oh, schaffe ich hier nicht. Leute, ich muss kurz rückwärts fahren. Sorry. Das mit dem Wenden nicht hingekriegt. Aber jetzt läuft das doch. Siehste. Und dann geht das hier gleich lang. Dann gucken wir noch was. Wow, da hat es gerade mal gehuckelt, oh. Dann gucken wir gleich noch, was es da noch gibt. Na komm schon. Der Grün! Ich will jetzt noch wissen, was da ist. Bevor der Part zu Ende ist. Das dauert nicht mehr lange. Los geht's, los geht's, los geht's. Mm. Oh, der ist cool. So, jetzt müssen wir dann noch ein bisschen weiter geradeaus fahren. Ah, nee, nicht blinken, das ist Kreisverkehr. Alles gut. Nur beim Rausfahren blinken. So, und dann ein bisschen weiter hier. Ich guck mal gerade. Na, Moment, kann ich wahr? Auf die Spur dürfen wir nicht. Ist keine Einbahnstraße hier. So, was haben wir denn hier? Das sieht doch aus wie ein Scania-Händler. So, eindeutig ein Scania-Händler. Dass ich die auch erst finden muss, ne? Scania-Händler entdeckt, ne? Siehst du. Sieht auch hübsch aus. Muss man ja zugeben. Dann gucken wir jetzt nochmal gerade auftragstechnisch, was wir denn hier so in der Gegend finden. Was haben wir denn da? Oh, 10.000. Das sieht doch geil aus. Von Manchester nach Dänemark. Hier kriegen wir... Wie weit ist das? Das geht nach... Geht auch nach Dänemark. Dann nehmen wir den Traktor. Das sieht ja geil aus. Als Navi-Ziel einstellen. Okay, dann müssen wir wieder wenden. Das können wir auf dem Scania-Händler-Dingens machen. So, einmal bitte rückwärts gucken. Suppala. Und dann nur noch hier lang. Muss mal rauf hier, Achtung. Na, also. Ah, wieder die richtige Spur treffen hier. So. Gucken, ob wir den Auftrag noch annehmen können. Aus Grün. Der ist gleich da vorne, das schaffen wir wohl noch. Ah. Egal, das machen wir noch. Wir nehmen noch fix den Auftrag an. So viel Zeit muss jetzt noch... Ah, wobei, ich habe hier gerade Überlänge, ne? Das ist nicht gut. Machen wir nächstes Mal.
So, dann breaken wir hier erstmal. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich wie immer unter dem Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Part wieder. Wir werden diesen Traktor da aufsammeln und dann nach Dänemark bringen. Bis dahin, viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.